Du bist so eine Lachwitzfigur und du merkst es noch okay. Nicht einmal. Meme-Container. Es geht in Hip-Hop eigentlich nur um drei Sachen. Ghetto, Schlägereien und Schießereien und darum, wer den längsten hat. Und genau deswegen ist das für mich deprimierend. Nicht mal genug Ehrgeiz, um den Müll runterzubringen. Das ist richtig, ich habe nämlich gar keinen Müll, wo ich runterbringen könnte. Ich bin nämlich nicht unten, sondern ich bin immer auf der gleichen Ebene. Etwas, was du nicht verstehst. Der Drachenlord ist ja auch da. Wirklich? Wo? Da? Auf Pornhub. Ach so, hat er erzählt, oder wie? Nee, der macht selber Videos. Ach so, oh ja, das ist auf jeden Fall. Nein, ja, was? Der holt sich einen runter vor der Kamera. Ist nicht dein Ernst. Was? Was? Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ist aber so. Das ist ja nicht dein Ernst. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Ja, ihr habt gerade live gesehen, ich habe es geschafft, Paddy zu schockieren. Ich hatte keine Ahnung. Wow, krass, okay. Wenn er meint. Es gibt nicht zu jung, sondern nur zu eng. Wir nehmen nur Pilzköpfe. Dieser bizarre Brokkoli beweist, dass der Planet hohl ist. Es ist das Nest des Drachenlords. Es ist ein Zeichen. Also hört bitte auf, immer zu labern. Schon wieder das gleiche Shirt an. Ja, ich habe das gleiche Shirt an wie gestern, weil ich das gleiche, weil es nicht das gleiche ist. Alter, wie kann das nur so dreckig werden? Also ich meine, ne, dass es dreckig werden kann, ist nachvollziehbar. Und dass es auch so dreckig aussieht, ja. Aber wie extrem dreckig das tatsächlich ist, ist schon heftig. Als Dachdecker kommt drauf an, wie du Dachdecke definierst. Ich war noch nicht auf dem Dach und habe das Dach gedeckt. Nicht in dem Sinne, aber ich habe auch schon als Dachdecker gearbeitet, ja. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Metal-Drache. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Metal on. Ciao. Wenn übrigens morgen keiner zum Posterverkauf kommt, habe ich nächste Woche keinen Strom mehr ab Montag. Wie mein Tag aussehen würde, wenn ich Best Friends mit dem Drachenlord wäre. Ich besuchte den Drachenlord in seinem neuen Zuhause und überraschte ihn mit 2 Konzertkarten. Schlappnotz, Schleppnetz. Slipknot. Slipknot? Okay. Nach einer entspannten Autofahrt zum Konzertgelände stellten wir uns in die Schlange. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Hater auf Rainer aufmerksam wurden. Barca Elon. Rainer zeigte sich unbeeindruckt und dann begann auch schon das Konzert. Im Laufe der Zeit wurden die Hater jedoch immer aggressiver, sodass Rainer die Nerven verlor. Er rannte zur Bühne und performte eine heftige Stagebomb und plättete die Hater. Doch die Hater wurden immer mehr. Auf einmal verwandelte sich Rainer in einen furchteinflößenden Drachen und legte das Konzertgelände in Schutt und Asche und flog nach Hause. Was ein geiler Tag mit dem Drachenlord! Also du verbrennst jetzt gerade viele Kalorien, weil du stehst und hin und her läufst. Das ist gut. Kalorien verbrennen kann man nur, wenn man was gegessen hat, was ich nicht habe. So. Ui. Unscharf. Obwohl, ich bin ja immer scharf. Alexa, next. Alexa. Alexa. Ich will heute nicht holen. Alexa. Next. Alter. Was? Motorrad oder Auto? Auto, aber das ist nicht wirklich beeindruckend. Wenn ich meinen, wenn ich bei mir einen Spruch dran habe, klingt er noch besser. Vor allem umsonst eine V6. Schade, Marmelade. Seltsame Sprüche heutzutage. Passt nicht ganz. Wie ein Hund sein Schwanz. Aufhören. Ich fange an zu reimen. Denn ich möchte nicht schleimen. Ich glaube, ich habe in der Schule bestimmt 100.000 Mal irgendwas aufschreiben dürfen. So, schreib 50 Sätze oder schreib 50 Seiten, bla bla bla, weil du den geschlagen hast. Hallo Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Oh, gerade geht's mir gar nicht gut. Irgendwie ist mir schlecht. Egal. So, entschuldigt. Ich habe mich doch schnell kurz ein bisschen rasiert zumindest. Und ich musste gerade dringend weg. Ich habe gerade schon erwähnt, dass mir schlecht war. Und ich bin jetzt erstmal kotzen gegangen. Also wirklich, ich habe mich jetzt gerade übergeben. Boah. Wie gesagt, Sonderschüler. Sein Gewicht schwankt aufgrund des Farbwechsels seiner Augen. Den nur er sieht.
Der Grund, warum ihr meine Augen immer in der gleichen Farbe seht, ist, weil der Lichteinstrahl immer von meiner Softbox gleich ist. Aber gut, du hast mir ja auch mein Leben lang in die Augen geschaut, ne? Außerdem kommt das auch ein bisschen auf meine Stimmung und alles an. Welches Haustier würdest du dir gerne mal holen? Nein, das geht dir nichts an. Ist eine sehr seltene Gattung des. Was willst denn du von mir? Und ein. Misch dich nicht in meinen Kram ein. Ist die Mutter. Leute, ganz ehrlich, wie oft soll ich euch das mit Haustieren eigentlich noch erklären? Ich habe euch diese Fragen schon 10-mal beantwortet. Fällt euch denn nichts Neues ein? Sehr freundlich. Oh du, ich hätte durchaus freundlicher sein können, wie zum Beispiel halt zum Ausgehen nichts an. Metal-Drache, wann kommt wieder mal ein Laberstream und wird ein Weihnachts-Special kommen? Ich kann nicht. Weihnachts-Special, Leute, ich bin im Umzug. Ich kann überhaupt kein Special machen. Ich habe keine Zeit, noch ein Special zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass euch immer einbildet. Der Bürgermeister von Port Clovis, Wade Hibbert, ein Rosenkreuzer-Großmeister ist. A is for... Alter Falter! E is for... Barcelona? Barcelona? Lügen. Okay. C is for... PC-Computerstimme. D is for... Du geiles Stück, du geiles. E is for... Exi, du bist ein verdammter Vollidiot! F is for... Mein Pferd, der Blue. Blue! G is for... Es gibt nicht zu jung, es gibt nicht zu eng. H is for... Nach muss natürlich ausgerechnet jetzt. Am Samstagabend um 16 Uhr muss der Rasen mähen. Da hat er den ganzen Tag dafür Zeit gehabt, das macht er abends um 16 Uhr. Da hat sich mein Vater schon mal drüber aufgeregt.